Moin, hier ist Horst. Ja, gestern hatte ich also für meinen Tesla schon ein neues Update bekommen und hatte mir dann gleich die Kamera genommen, eingepackt und bin losgefahren und wollte euch natürlich jetzt informieren, was hat sich jetzt geändert. Das hat aber gestern nicht geklappt. Warum hat es nicht geklappt? Ich kann es nicht sagen. Das Update hat bei mir keine großen Wirkungen, also Auswirkungen gehabt, weil es lohnte sich einfach nicht, ein Video zu machen. Heute Morgen wieder neues Update. Warum jetzt 2 Tage hintereinander? Könnte ich mir schon vorstellen, warum, weil es gestern eben nicht so geklappt hat. Also heute das 2020.36.10 ist bei mir aufgelaufen. Ich habe es installiert. Jetzt will ich euch mitnehmen und wir testen das einmal aus. Und zwar geht es darum, Ampel um Stoppschild Assistent, natürlich in der Beta-Version. Ich werde das jetzt nicht alles durchlesen hier. Oder vielmehr euch vorlesen, das dauert viel zu lange. Dann haben wir einmal Stoppschild und Verkehrsampelwarnung des Lenkassistenten. Ton bei grüner Ampel. Verbesserung des Geschwindigkeitslimit-Assistenten. Und wir haben noch die Anzeige der Federung auf der Instrumententafel. Das habe ich mir jetzt auch gerade hier eingestellt. Und zwar die Echtzeitdarstellung zeigt an, wie das Federungssystem die Dämpfung an jedem Rad dynamisch einstellt, um auf wechselnden Straßenbedingungen zu reagieren. Ja, also wie gesagt, das will ich euch zeigen. Und wenn euch dieses Video interessiert, dann würde ich sagen, bleibt dran und schaut euch dieses Video an. Nach dem Intro geht's los. Wir fahren jetzt an einer Ampel, wobei 2 Ampeln nach links zeigen. Gut auch noch zu beachten, die Frau auf der rechten Seite, die ist nämlich auch im Display zu sehen. Auf dem Display wird jetzt auch ein roter Strich angezeigt, der uns signalisiert, dass die Ampel rot ist. Jetzt springt die Ampel auf grün und auch der Strich leuchtet jetzt grün und signalisiert uns, dass wir weiterfahren können. Jetzt haben wir gleich etwas, was unbedingt in der Software abgeändert werden sollte. Wir fahren gleich auf ein Vorfahrtsachten-Schild zu. Unten im Display werden auch die Meterzahlen angegeben, wo wir halten sollen. Jetzt sehen wir wieder den roten Strich. Hier hält das Fahrzeug auch an, das ist also kein Problem. Nun kann ich aber von hier den Straßenverkehr von links nicht gut beobachten. Also muss ich einmal etwas nach vorne fahren. Hier fährt das Fahrzeug aber an und will natürlich weiterfahren. Also Vorsicht an einer Straße, wo ihr halten müsst und die Einsicht eingeschränkt ist. Jetzt fahren wir einmal entgegen der Fahrtrichtung, von der wir gekommen sind, und testen die linke Ampel für Linksabbieger, was wir hier jetzt sind. Auch hier werden alle 4 roten Ampeln erkannt und der rote Strich erscheint und zeigt uns an, dass wir hier halten. Unten im Display wird an einer Ampel auch ein Text angezeigt. Zum Beispiel an Verkehrsregelung angehalten. Das macht das Fahrzeug selbstständig, ohne mein Zutun. Mit Fahrpedal oder Geschwindigkeitsreglerhebel weiterfahren. Also bei grün einmal auf das Spaßpedal oder den Geschwindigkeitsregler tippen. Hier bleibt jetzt allerdings der Strich im Display rot. Wahrscheinlich benutzt die Software noch die rechte Ampel. Jetzt fahren wir einmal auf einen Kreisel zu und wollen mal sehen, ob sich hier schon etwas mit dem AP geändert hat. Ja, er fährt jetzt nicht mehr so rennt darauf zu wie vorher. Aber ich habe mal sicherheitshalber doch selbstständig gebremst, da das Vorfahrtachtenschild nicht erkannt wurde.
Jetzt werden wir einmal über einen Bahnübergang fahren und schauen mal, wie es sich jetzt verhält. Die 50er-Schilder hat er erkannt, also beidseitig. Auch die rot-weiße Barke für den Bahnübergang zeigt er an. Nur hier am Geschwindigkeitsschild mit 50 Stundenkilometer hat er die Barke nicht mit angezeigt. Jetzt sehen wir auf dem Display die beiden Ampeln, die jetzt zwischen Rot und Grün hin und her springen. Es erscheint jetzt auch ein roter Strich, der aber grün wird, umso näher man an die Ampel heranfährt. Leider bremst er das Fahrzeug ab, sodass ich jetzt einmal kurz auf das Spaßpedal oder Geschwindigkeitsregler tippen muss. Warum nenne ich bei mir im Auto das Gaspedal Spaßpedal? Ja, das habe ich gleich beim ersten Tesla Model S so benannt, weil das Auto bringt einfach Spaß. Hier wird jetzt alles richtig angezeigt und beim AP richtig geregelt. Es kommt gleich noch eine Ampel, wobei hier eine Ampel für Linksabbieger, Geradefahrer und Rechtsabbieger ist. Auch hier werden die Ampeln für die Rechtsabbieger abgebildet, die auch gerade grün haben. Hier ein Verbrennerfahrer vor mir, der es sehr eilig hat, dass er jetzt über eine durchgezogene Linie und gestrichelte Fläche den LKW überholt, obwohl hier auch noch eine Kurve kommt. Jetzt noch eine Fahrt ins Dorf, wobei er heute nur hier die Geschwindigkeit auf 50 Stundenkilometer automatisch vor dem Ortseinfahrtsschild selbsttätig runtergeregelt hat, was er heute nirgendwo gemacht hat. Warum er jetzt hier 50 angezeigt hat, schon vorher, weiß ich nicht. Kann natürlich sein, dass es... Das 30er-Schild wurde auch nicht erkannt, kommt aber daher, dass hier wieder mehrere Schilder übereinander gesetzt sind. Hier gelten allerdings auch nur zwischen 6 und 8 Uhr die 30 Stundenkilometer. Ja, das ist heute wieder gewesen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen über einen Daumen hoch und lasst Kommentare unten. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen und klickt unten auf die Glocke, dann bekommt ihr automatisch Bescheid, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Also, bis dahin und tschüss, euer Horst.